Körperteile verkrüppeln. 30 Stück. Na gut, dann machen wir ganz kurz eine Verkrüppelungs-Westeck-Tour. Genug Gliedmaßen sollten hier am Start sein. Blutiger Tod weg und dann Peiniger. Und wenn wir sie dann töten, zählen trotzdem die verkrüppelten Gliedmaßen. Okay, direkt durch hier bitte. Nochmal durchladen. Mhm. Ach, das war ein Computer, keine Kaffeemaschine oder Zeitmaschine. Und wir wollen Arme verkrüppeln oder Beine. Beine, ne? Ja, Beine. Verkrüppeln wir Beine. Von allem, was uns vor die... Oh, wir sind auf Torso. Ja, gut. Vielleicht haben wir auch den Torso verkrüppelt gerade eben. Das ist ja auch gut möglich. Mensch. Ja, ich komme ja schon. Eine Sekunde. Köpfchen, Beinchen. Hier, zack. Na geht doch, weg ins Zimmer. Cola, Premium-Cola, naja, eine Sherry für den Verkauf, ne? Ich hab mich da nicht so. Vielleicht noch eine leckere Twist obendrauf. Einfach nur so, weil sie so lecker schmeckt. Und ich jetzt bitte. Na geht doch. Labor oder hier weiter? Ah, das ist der Hund gewesen. Wenn ich den Hund mit voreingestellten Bein-Fokus-Modus anvisiere, wird aus Bein Torso. Ah, man höre und staune. Man lernt nie aus, gerade hier, nicht in Fallout 76. Okay, und jetzt bist du auch wieder Torso, ne? Richtig? Ich hatte mich vorhin schon gewundert gehabt. Ich meine, ich verklicke mich hin und wieder einmal, aber meistens kann ich das dann rekonstruieren. Das ist das Wichtigste. Aus seinen eigenen Fehlern und Schusseligkeiten lernen. Auch wenn es oft nichts bringt, aber irgendwann, ne? Irgendwann ist der Ladebalken voll und man bekommt ein Level ab. Schon wieder ein oller Hund, Mensch. Aber ich komme ja nicht dran vorbei. Ich muss ja diesen Hund killen. Ansonsten, naja, ansonsten kommt der uns halt in die Quere. So ein Hund kann hier recht gefährlich werden. Vor allem ohne Rüstung. Glücklicherweise stecken wir in unserer treuen Gewerkschaftsrüstung. Auf die ist wirklich Verlass. Die hat uns noch nie im Stich gelassen. Zack. 15 von 30. Und dich jetzt. Beinchen. Und Mikrofone. Bisschen Action runter. Ist hier noch wer irgendwo? Stimpack. Nice. Gratis. Da sag ich nicht nein. Augapfel. Gratis. Kann ich jetzt aber nicht... genau anvisieren. Mhm. Was? Was ist denn hier los? Ah, Mikro ist richtig eingestellt. Pi mal Daumen. Ne? Ja, ist in Ordnung. Alles cool. Alles in bester Ordnung. Schon wieder. Ein Torso fixierenden Hund. Erledigt, ne? Aber da können noch mehr sein. Hoch hier bitte. Na? Hat er nicht ganz gerafft, dass wir vorhin aufgetaucht sind? Ja, genauso wenig. Und ach so, ja. Vielen Dank für den Hinweis in den Kommentaren. Die Gegner wurden wirklich angepasst. Sie wurden teilweise um einige stärker gemacht. Also stärker im Austeilen, aber auch stärker im Einstecken. Da braucht man sich da nicht wundern, dass alles so ein bisschen haariger geworden ist. Aber das geht hier gerade. Das fühlt sich an wie... wie Pre-Season 14. Hundi. Na, keine AP mehr. Doch, es waren genug AP da. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Also manchmal. Block. Beinchen. Irgendwo müsste noch mehr sein. Erstmal hier schön gegen die Planke gelaufen. Ist ja okay. Und dich da hinten. Und hier oben. Hier oben sind immer welche. Ich wäre schwer enttäuscht, wenn jetzt hier nicht noch ein paar rumhängen würden. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich geschafft. Westeck, oh Westeck. Ansonsten brauchen wir nichts. Ich guck gleich nochmal nach, ob wir ein Terminal hacken müssen oder eine verschlossene Tür öffnen müssen. Auch da könnte das Westeck Forschungszentrum von großer Hilfe sein. Meyerlurks töten können wir als nächstes machen. Verwerte, um Öl herzustellen. Nein. Sammle einen Treibstofftank oder Gaskanister? Was für spezifische Aufgaben. Im Morgenlicht mit 73% deiner TP-Anzeige. Rückwärts. Meyerlurks, wunderbar. Wir holen uns die Meyerlurks hier drüben.
beim Abenteuer auf dem Ohio. Wenn die Aufgabe trägerbar ist, wir drücken die Daumen und kreuzen die Finger. Fischbau, ein altes Haus, wir kommen nur wegen dir. Also das müssten wir jetzt eigentlich nicht gezwungenermaßen in einer Power-Rüstung machen, aber... Ach naja, ziehen wir es einfach mal durch, ne? Wackelkopfpuppe, oh yeah! Mit Charisma, wie schön. Noch ein bisschen Plastik mitnehmen, aber nicht alles, okay? Verdammt, jetzt habe ich aber angefangen, ne? Plastik können wir immer gut gebrauchen. Ich gucke mich gar nicht weiter um. Die hier vorne nehme ich noch mit und das aus dem Gummiboot. Einem Knall. Grünen Gummiboot. Na, 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 na. Und diesen hier, den Rest gucke ich mir nicht an. Danke für das. Hi. Na klar, wir helfen gerne. Ihr Rabauken aus Crater. So, was mussten wir nochmal? Irgendwas jetzt, ne? Und dann? Stehen geblieben. Du kommst denn nicht durch. Ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Was können wir tun? Meyerlux. Ja, sie kommen schon wieder. Was für eine Überraschung. Lampe war schon an. In die Hocke. Die hätten wir doch vorhin schon sehen müssen. Rettungsring. Wir brauchen keine Beine mehr verkrüppeln. Wir können gezielt auf Gesichter schießen. Na. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Na, 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 hier. Das ist mein Köpfchen. Aber es kommt weniger, ne? Als ob uns das Spiel unsere Scorepunktjagd so ein bisschen erschweren möchte. Aber ist doch schön, Mensch. Das soll sich ja auch lohnen. Gefühlt zumindest. Da hinten noch. Na, okay. Einmal durchladen. Klopperina. Gibt alles. Ja, sobald die Crits raus sind, ne, ist Klopperina unbezahlbar. Da hinten noch. Wahrscheinlich dürfen wir hier ein paar Mal Server hoppen. Aber wir können das ja Schritt für Schritt machen. Eins nach dem anderen. Es kam viel, viel weniger Gegner. Viel weniger Meyerlurks als sonst. Na, ja, auch sprengen. Habe ich gedrückt. Ihr müsst mir glauben. Noch hier ein paar Meyerlurks. Wir kommen wieder. Waren das überhaupt 10? Es waren 8. Ist natürlich jetzt schon merkwürdig. Wo hatten wir letzte Mal so viele Meyerlurks gesehen gehabt? Irgendwo bei so einem roten Farming-Konstrukt. Ihr wisst schon, diesen Düngerauswerferturm. Bei einer ganz bestimmten Location. Oh! Jetzt ist ja auch noch Hornstrauch sterben. Das ist genau das Event, was man dafür spielen könnte. Aber ob jetzt die Meyerlurks nochmal kommen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ne? Ja gut, na gut. Aber wir gucken uns ganz kurz an, wie lange die Aufgabe noch läuft, ne? Da brauchen wir so eine kleine Weile für. Ist ziemlich aufwendig. 3 Minuten, ja wunderbar, ich freue mich. Genau das meinte ich. Das ist mir schon öfters passiert. Genau bei diesem Event. Da, Meyerlurk. Ja. Okay, dann ist das genau hier. Frage beantwortet. Dingeling. Und hier ist doch irgendwo auch noch eine Mutti. Die zählt doch auch als Meyerlurk, aber nur als einer. Warte mal eine Sekunde. Flatwoods ganz am Anfang. War das Flatwoods? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wie so oft nicht. Wenn man da reinläuft. Nee, ne? Da gibt es doch diese eine Ortschaft. Welche war das, wo gleich am Anfang in so einem Häuschen ein paar Meyerlurks auf einen warten? Nee, Lewisburg ist das auch nicht. Oder Lewisburg? Es ist irgendwo. Oder war es doch Flatwoods ganz am Anfang? Hm. Wo ist überhaupt Flatwoods? Wo ist Flatwoods, wenn man es mal braucht? Ich probiere es ganz kurz. Vielleicht irre ich mich. Ein Gedankenexperiment. Nee, das ist jetzt nicht die Ortschaft, die ich meinte. Hm. Nein, es ist irgendwo am Rande. Aber es war auch ein Städtchen. Naja, gut, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht finden. Aber ich werde mich später daran erinnern, wenn wir da mal wieder zufällig landen. Und dann, naja, dann habe ich es für immer abgespeichert. Summersville war es auch nicht. Oder war es Summersville? So oder so, wir waren schon ewig nicht mehr in Summersville. Ja, das ist es. Genau hierhin wollte ich. Genau an diese Straße habe ich mich erinnert.
Und hier sind ein paar Meierlöcks drin. Ansonsten, die werden wahrscheinlich schon weggezotzelt worden sein. Hundenapf. Oder ist das ein Haus weiter? Kann auch sein. Genau hinhören. Summersville. Mm-mm. Aber hier gibt es auch oft Meierlöcks. Aber offensichtlich random geschiedet oder so. Schieben wir auf. Aber 13 haben wir schon. Vielleicht beim Pfadfinderlager. Einmal, okay. Oh, eins Häppchen. Da sind neue Belohnungen mit dabei. Das stand auf dem Startbildschirm. Jage ein paar monströse Kreaturen wegen ihres 1A-Fleisch. Finde ich gut. Machen wir. Da bin ich gehuckt. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch. Labend. Einer muss spielen, ne? Oder wurde schon gespielt? Also das ist eins von diesen Spezialevents, die ich bisher am allerwenigsten gespielt habe. Am allerwenigsten. Vier Wellen. Ich will auch nach oben. Ich möchte auch hier so eine 1A-Position haben für die 1A-Häppchen. Zack und zack. Müssen wir das Fleisch noch einsammeln? Nee, das ist das andere Event, ne? Aber das gehört dazu. Ich kenne es nicht so richtig. Schieß! Und so ein blauer Wolf könnte auch mal kommen. Der dicke Wolf, der auf Steroide ist. Na, hallo? Und bei euch so? Zack. Da kommt wer, da. Da! Es sind Bären. Miese Bären. Und da ist noch was. Fetz. Na los. Scan alles schön ab. Verdammt nochmal. Ist die Muni leer? Trotz der ganzen kritischen Treffer mit Kloparina im Call of Duty Gewand. Jetzt kommen die dicken, ne? Die dicken Gegner. Könnte da wirklich der Wolf kommen? Der Blue Devil. Da hinten, da. Honigbässchen, naja gut. Auch nicht verkehrt. Aufhalten. Jetzt schon mal durchladen. Ich renne da auch hin, sonst nicht. Kaffee. Für mehr AP in deinem Leben. Apropos, ich trinke auch gleich einen Schluck. Da. Cool. Block. Aufhalten. Manuell schießen. Es nähert sich eine gefährlich 1A-Bestie. Die haben doch das leckerste Fleisch. Leck mich, ist das lecker. Na, welcher Film? So. Letzte Welle. Die letzten beißen die Hunde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut, wenn Wölfe auch als Hunde gelten. Schon durch, ne? Da waren wir zu spät dran, ne? Cool. Danke sehr. Ein schönes Event. Bisschen Kram mitnehmen. Können wir hier was mitnehmen? Ich weiß es gerade nicht. Ach da, 1A Fleisch. Genau. Und ich glaube, das brauchen wir für das andere Event. Ich habe das wirklich erst ein oder zweimal gespielt in den letzten 5 Jahren. Und da war ich nicht ganz da, muss ich zugeben. Wie sonst? Aber noch weniger als sonst. Honigwaben. Mm-mm. Na toll. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Haben wir gespielt. Schließe eine Tagesquest ab. Na klar doch. Aber diesmal eine andere. Trotzdem in Crater. Wobei, ist die heute überhaupt in Crater? Die ich meine. Aber wir können ja auch die Königin der Jagd spielen. Wegen des Jägermantels. Das ist eine sehr gute Idee. Wo ist das jetzt? Ich habe doch hier markiert. Ach da. Ne? Standort Beta. Wir gehen von hier. Mhm. Und dann in die Richtung. Ich hätte hier so gerne einen, weiß ich nicht, Roboterbegleiter oder irgendwas, was um mich herum schwirrt. So eine kleine Drohne. So gern hätte ich das. Aber wer weiß. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwann hin. Oh oh. Ist irgendwas Dickes da hinten. Da. Oh, müssen wir manuell erstmal beballern, ne? Und dann kriegt er auf die Rübe. Am besten mit ein bisschen Kaffee vorher. Ich bin auch auf Kopf eingestellt, ne? Er ist so süß eigentlich.
Oh, wie süß. Guckt euch den mal an. Das bin ich auch gerade. Auf meinem Spielersymbol. Na, dreh dich um. Ich brauche deinen Kopf. Ich brauche deinen Kopf. Oh, was da einstecken kann. Armes kleines Schweinchen, du. Oh Mann. Das ist schon makaber, dieses Spiel, ne? Mega Faultier, Klaue. Bräunig, bräunig. Wir machen weiter. Da drüben ist der nächste Bereich. Den können wir auch von hier aus erreichen. Ist richtig? Ja, ganz offensichtlich. Waffe wegstecken. Sieht schneller aus beim Lauf. Durch die Handbewegungen. Und das gibt mir jetzt Zeit. Ein bisschen mit der einen Hand weg von der Maus. Kaffee zu trinken. Es gibt ja Leute, die können das ja partout nicht ab, wenn irgendwer in einem Podcast oder in einem Video ohne Kamera. Mit Kamera soll das wieder was anderes sein. Wenn er was trinkt oder, naja, isst, das andere. Aber es gibt auch Menschen, die finden das ganz, ganz toll, ne? Da muss man halt entscheiden als Content Creator, was man da macht. Und ich habe mich fürs Trinken entschieden. Na, wo ist die nächste Bestie? Oh, Jägermantel. Ich würde mich sehr freuen, den Jägermantel irgendwann zu bekommen. Es gibt mittlerweile eine Mod auf Nexus. Da kann man seinen Western-Staubmantel austauschen. Also das Modell davon oder die Textur zu einem Jägermantel-Skin. Ne? Also es, aber das mache ich nicht. Ich möchte ihn richtig haben. Also wenn ich hier was richtig im Spiel bekommen kann, dann möchte ich mir das auch richtig im Spiel erarbeiten. So, und jetzt wohin? Zu irgendeiner Hütte, ne? Oh, okay, erstmal einsammeln. Stimmt, genau, da war ja was. Mit Leertaste. Zack, und schon können wir jetzt aber wirklich, ne? Jetzt J, C. Und dann sind wir doch durch, ne? Oder? Hab ich schon wieder... Was? Nochmal, ich lese das einfach mal durch, ne? Setze die Kryptiden-Gewebeprobe ein. Ja! Da müssen wir doch zu so einem Häus. Ach da, hier sind so viele Marker. Jägerhütte. So viele Farben und Geräusche hier, da kann man schon mal verwirrt sein. Okay, da kommt gleich wer, ne? Jupp, da kommt gleich wer. Zecken wahrscheinlich. Miese Zecken. Haut ab, ihr Zecken. Ihr seid doch von den Atomcats. Da heißt auch einer Zecke. Aber die sprechen das alle falsch aus. Die nennen ihn Sieg. Anti-Rüstung, kurz Flammenwerfer. Aber was noch? Aber was noch? Kriegt man dann eigentlich einen Jägermantel oder die Blaupause dafür? Nee, ich glaube nicht, dass man die Blaupause bekommt. Ansonsten würde es den Jägermantel hier überall hinterhergeschmissen geben. Rezept, Heilmittel, Moor. Nö, nee, gut, aber das war jetzt die Tagesaufgabe, ne? Stelle ein beliebiges Plüschtier an eine Bastelwirkung. Machen wir. Im Keller. Im Fight Club Keller. Oh, stopp doch nicht. Da ploppte gerade das andere Event auf in Bezug auf Grams Fleisch. Grams Fleischhapper. Hilf Graham, eine hygienische, köstliche und lebhafte Grillparty zu veranstalten. Oh, es sind schon 8 Leute da. Naja, neue Belohnungen. Oh, das sind ja fast die gleichen Leute wie gerade eben bei 1A Fleisch. Warte, bis die Grillparty beginnt. Genau, wir müssen das Fleisch hier reinpacken oder so, ne? Alles, was hier so rumläuft, auch die Opossums und so, steht bestimmt alles oben rechts. Ich bin so aufgeregt. Aber auch hier wieder sehr makaber das Ganze, ne? Ist ja schon gehäutet worden. Was habt ihr mit der Haut gemacht? Kann ich die haben? Die schön knusprig braten. Die Hähnchenpelle mag ich ja sehr. Aber darf man heutzutage nicht mehr sagen, sonst wird man eingesperrt. Na? Action, 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 Action. Die Party geht gleich los. Und Fokus, vollster Fokus. So, hilf Gram, eine erfolgreiche Grillparty zu schmeißen. Ja, hier, das ist wichtig, ne? Tierteile. Und dann damit... weiß ich nicht. In die Truhe damit, ne? Das Huhn. Da ist ein Huhn gewesen. Ich hab's erledigt. Da ist es. Hähnchenschenkel brauche ich nicht. Ich nehme nur das I. Weg. Ah, okay. Das kann man auch machen. Das gehört auch dazu. Das Fleisch dann in die Boxen, ne? Wenn ich mich nicht irre. In diese Box. Ja, Grünzeug hinzufügen. Grünzeug?
Aber warum? Ah, hier. Tierteile. Wir brauchen auch Grünzeug. Das ist ja ein cooles Event. Das ist halt auch schon wieder für mich eine ganze Weile her, dass ich das gespielt habe. Na, weg mit dir, du Monster, du. Gedärme, Kaninchenbein, Tierteile, Block. Schön weggesprengt, das Huh. Instant Chicken McNugget. Aber es gibt ja auch noch King Nuggets. Und die von Norma. Und Rinder mit. Wir haben's. Wir haben's geschafft. Und das war's jetzt, ne? Kurz und prägnant. Macht, was es soll. Konzentriert sich auf das Wesentliche. Auf Tierfleisch.